Hey Roadies, hi und herzlich willkommen bei einer weiteren super niedlichen Folge Unravel. Wir haben jetzt den vierten Bereich geschafft und machen uns auf die Suche nach dem fünften. Ja. Marymire Sea, genau, der letzte war ja hier oben, meine ich. Warte mal kurz, kann man hier... Ah ne, okay, das hatten wir ja schon. Oh, oh, oh. Okay. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es absolut unnötig war. Außer um einfach nur ein bisschen rumzuspielen. Ja. Außer wir kommen auf die Fenster. Nee, nee, nee. Wir kommen nicht auf die Fensterbank. Das wird nichts. Ja, nee. Nee, 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 nee. Aber schön, dass man theoretisch so viele Möglichkeiten hat, um von A nach B zu kommen. Ja, ich blödel hier gerade absolut rum. So. Dann. Klettern wir hier hin. Genau, Mountain Track, da waren wir schon. Wuhuhuhu. How much is enough? Down in a hole off the rails, okay. Und wer ist das? Oder geht's hier noch? Ne, da ist eine geschlossene Tür. Hier komme ich einfach so. Ah, doch, da, Schlüsselloch. Meine Schlüssel. 1, 2, 3. Ich hoffe, es gibt mehr Gebiete als noch diese drei hier. Off the rails, auf jeden Fall. Machen wir mal weiter, mal schauen. D loves Y, X, Z, W. Oh. Der kleine Flauschemann. Na, wo bist denn du hier diesmal? Tipsy. Ich muss mir endlich mal diese rote Wolle kaufen. Da habe ich schon Kaninchendraht im Schrank liegen. Alles ist nur ein... Oh. Fancy. Bup, bup. Alles ist ein Klick entfernt bei Amazon. Man macht es trotzdem nicht. Ah, okay. Sind das zwei Mädels? Ich glaube, das sind zwei... Ja, das sind zwei Mädels. Zwei junge Damen. Die entweder ihre Freundschaft oder ihre Liebe da... Ah, okay. Ich dachte, das ist ein zweites. In einen Baum geritzt haben. Ich sollte mir angewöhnen, Sätze zu beenden. Oi! Blindschleich. Oder auf jeden Fall irgend so eine kleine Schlange. Okay, das wird so nix. Ich gehe mal davon aus, da oben ist was. Wie so oft zuvor. Ja. So. Sehr schön. Ich mache mir mal fest, damit er uns nicht abhaust. Ach. Nein! So war das nicht gedacht. So war das nicht gedacht. Gehst du da wohl wieder hoch? Mann! Blöd. Versuchen wir das Ganze mal neu. So. Du kommst runter. Nein, 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 nein. Du kommst runter. Ach, Mann. So, ich mach den mal hier fest. Ah! Nee, 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 so nicht, mein Freund.
Das Seil kürzer mache und es dann anbinde, sollte das ja kein Problem sein. Nein. Oben sollst du. Das ist natürlich ein Problem. Ich habe halt drei Ankerpunkte. Ah, jetzt geht's. Okay. Drei Ankerpunkte, an die man was hängen kann. Ich wollte gerade sagen, dass ich nicht besonders intelligent war, aber ich bin irgendwie doch noch rausgekommen. So. So. Und jetzt. Ja, oh Gott, ich bin so smart. Ich hätte das auch von da unten machen können, ich Idiot. Wie komme ich an dich ran? Ich hoffe, ich kann da irgendwas ins Wasser werfen. Okay, das. Oh! Hat doch mal funktioniert. Okay, Nee, so wird das nichts mit uns beiden. Nee. So saufe ich nur. So wird das nichts. Aber ich glaube, ich sehe da gerade Holzflock Ding Stück Holz. So. Sieht doch schon viel versprechender aus. So. Oh. Da? Nee, komm ich nicht. Ah! Wo ist das Ding jetzt gelandet? Ah, da hinten. Okay. Ach so. Okay. Jetzt verstehe ich. Jetzt kann ich ja. I see. So. Nein. Gehst du da mal hoch? Was ist da? Aber ich bin mir nicht sicher, was. Halt mal. Ah! Ja, geil. Zieh weiter. Geil, das funktioniert ja. Vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Okay. Also das funktioniert, aber ich glaube, so komme ich auch nicht an die Blume ran. Ja. Scheiße. Muss ja. Oh, okay. Ich glaube, ich hab's. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hab's. Mal schauen. Wird das Schramm gezogen? Nee, wird nicht. Kann ich dich hochziehen? Nee. Muss ja irgendwie den Holzflock auf die andere Seite schaffen. Blind, habe ich das Gefühl. Ach, nicht schon wieder. Kletterst du gefälligst wieder hoch. Ha!
Scheiße. Ich sehe nicht, was ich hier machen kann. Muss irgendwie das Wasser steigen lassen? Ich weiß nicht. Ah! Ernsthaft? Wow. Wirklich? Das, oh Mann. Ich bin ein großer Held. Ein großer Held. Nein, ach, falsche Richtung. Glaube ich. Keine Ahnung, ob es die richtige oder falsche Richtung ist. Oh. Oh, okay. Okay, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Weil, wenn ich das so hochziehe. Okay. Dann kann ich das hier aber abmachen. Genau. Nee, das ist auch dumm. Das ist auch dumm. Also wir machen den hier. Nee, so funktioniert das nicht. Wie von da unten ging es ja. Wenn ich runter steige. Es klappt nicht so ganz, wie ich es haben will. Ich bin, glaube ich, gerade einfach zu unglaublich dumm. Nee, ich krieg das Rätsel einfach gerade nicht raus. Scheiße. Aber das Ding kann ich ja nicht als. Ich meine, im Endeffekt. Kann ich nicht einfach auf das Stück Holz scheißen? So einfach weitergehen? Ja, kann ich. Natürlich. Kletter hoch, kletter hoch, kletter. Kletterst du gefällt. Gut, ich kann auf das Stück Holz scheißen. So wie es aussieht. Und ja. Mehr in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Bartosz stellt sich dumm an. Mit Jani zusammen. So. Oh Mann, ich kümmere mich bis zum nächsten Mal. Hey Roadies, danke fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch eine unserer anderen Shows anschauen würdet. Da haben wir das Indie-Bonbon, unseren großartigen Indie-Game-Podcast, wo wir euch in einem Team von 4 Leuten Kaufempfehlungen zu Indie-Spielen aussprechen. Und Plüschgranate, unsere Shadowrun Pen and Paper Show, in der die drei von der Tankstelle zahlreiche brutale Abenteuer erleben. Darüber hinaus freuen wir uns immer über Likes auf Facebook, Follower auf Twitter und selbstverständlich ganz, ganz viele Abos auf YouTube. Und wenn ihr möchtet, dass wir qualitativ immer besser werden, freuen wir uns selbstverständlich auch über kleine Spenden über Patreon. Und falls das nicht möglich ist, dann erzählt auch euren Freunden und eurer Familie von uns. Alle Links findet ihr selbstverständlich auf unserer großartigen Website www.victoryroad.de. Wir krümeln uns und bis zum nächsten Mal.